Hallo und herzlich willkommen, gewählte Panzerfreunde, zu diesem Let's Play mit dem Replay of the Week. Und heute habe ich mir mal da ein Replay rausgesucht vom T-44-100, diesen sehr schnell drehenden Panzer, muss man sagen. Also das ist, glaube ich, so die größte Stärke, dass der kaum Geschwindigkeit verliert. Sobald er einmal in Bewegung ist, ist er nicht mehr wirklich zu stoppen. Und daher schauen wir mal, wie er da so sich jetzt schlagen kann. In dem Fall hat er leider das Pech, dass er in ein 10er-Gefecht gerutscht ist. Also 5 10er, dann nochmal 9er und er ist mit seinem 8er hier low tier. Beide Seiten haben 3 Artis. Also das ist natürlich auch noch ein Punkt, auf den man zumindest im Gefecht ein bisschen aufpassen sollte. Nicht, dass es dann auf einmal plötzlich Kadosch macht. Kadosch ist der Fachbegriff. Kadosch macht und man ist dann plötzlich rausgeschossen. Er spielt ja mit seinem Mate. Dementsprechend mal gucken, ob sich die beiden da gut ergänzen. Der Hit auf den 1390 war schon mal sehr gut. Ohne Frage. Und jetzt steht er hier in der Mitte. Das ist natürlich so eine der liebsten Positionen von der Seite, wo er gestartet ist. Da kann man sehr schnell hinkommen und dann auch wirken. Muss er aufpassen, da geht er eher in 100 auf. Aber er ist halt wirklich... Man hat mit dem Panzer ein sehr flinkes Gerät an der Hand. Von dem her kann man auch da mal schnell runtergefahren und dementsprechend dann da wirken. Jetzt muss er aufpassen, sein Kollege, dass der da oben nicht auf den Sack bekommt. Das sind nämlich 3 richtige Dickschiffe. Eher ein 100. Jagdpanzer eher ein 100 und noch eher ein 100. Also das ist wirklich nur die Creme de la Creme der deutschen Ingenieurskunst so gesehen. Gut getroffen. Und die Arti nimmt den da raus. Sehr schön. So, mit dem Patriot muss ich jetzt hier natürlich aufpassen. Gerade weil er natürlich den immer aufmacht und umgekehrt. IS-7 kommt da jetzt auch noch daher. Also wirklich ein schlagkräftiger Trupp, den er hier in Summe gegen sich hat. Arti schlägt knapp hinter ihm ein. Ging nochmal gerade so gut. So, und jetzt kommt der Patriot davor. Er hat es fast geschafft, ihn zu treffen, aber dann doch nicht. Gott sei Dank ebenfalls der Gegner ihn nicht getroffen. Somit also auch kein Schaden entstanden. Alles gut. Weiter geht's. Der 1390 war immer noch da drüben zuletzt gespottet. Mal schauen, ob der da immer noch irgendwo in der Nähe steht. Oder eben nicht. Na? Na, er fährt ums Eck, aber da ist keiner. Da ist er. So, schöner Treffer. Schön aus der Hüfte geschossen. Jetzt hat er gleich nachgeladen. Jetzt geht er aufs vordere Kettenrad. Der 1390 hat es ja so ein bisschen vercheckt. Und da hat er gleich nochmal den Nachschuss. Hat er hier schön hier gestellt. Und jetzt trifft er ihn. Seine Kette ist zwar weg, aber das stört ihn nicht wirklich. Dürfte hier auch einigermaßen Artisafe gerade stehen. Also alles in Ordnung. Ah, jetzt leider kein Schaden, aber auch da mit dem Patriot auf jeden Fall ein machbarer Gegner. Der IS-7 ist natürlich wieder eine andere Hausnummer. Jetzt kommt er gerade schwer drauf, aber also er trifft sehr gut. Er hat ein gutes Aiming, da sieht man, dass das definitiv kein schlechter Spieler ist. Jetzt bekommt er zwar einen Treffer, auch Schaden, aber in dem Fall kriegt es der Patriot zurück. 3:3 ist noch immer das Ergebnis. Also alles sehr eng. Und jetzt hat der IS-7 ihn sogar beschossen. Aber der Abpraller oben. Ah, nicht so leicht dann da mehr zu treffen natürlich. Den Turm vom Patriot darf man nicht unterschätzen. So, oh ja, 50, 120.
Dürfte jetzt bald leer sein. Und jetzt mal schauen, was er da noch so bekommt. Da ist recht ruhig gewesen, wobei sein Team immer noch hinten liegt. Also von dem her kann da natürlich jetzt eine böse Überraschung immer plötzlich um die Ecke stehen. Aber jetzt hat er sich hier da vielleicht doch umentschlossen, nochmal in die Mitte zu gehen. Da hat er mit dem Patriot ja gute Erfahrungen gemacht. Sein Zugkamerad fährt aber weiter. Zumindest bleibt er da oben mal stehen und schaut, was passiert. Klar, die Artis dürften auch bald mal aufgehen. Vielleicht kann er da dementsprechend was abstauben vielleicht. Na, STB-1... Hat er leider nur gekettet, aber kein Schaden. Und nochmal, oh ja, schön. 19 Hitpoints lediglich. Und der Blindshot, da konnte er sich nicht mehr bewegen dementsprechend. Hat er schon gewusst, der ist da erledigt. Jetzt wird ein bisschen die Bergziege ausgepackt. Und nochmal da ein wenig erhöht hingestellt. Der Patriot und der IS haben sich nach da drüben scheinbar verlegt. EN-100. Oh, schön. Wäre natürlich super, wenn er da drauf kommen würde. Ja, und das tut er tatsächlich. Und trifft auch eigentlich, aber leider dann wird nicht mit dem Schaden belohnt. Ah, so, sehr schön, da prallt er den EN-100 ab und jetzt hat er auf jeden Fall den Nachschuss, weil er deutlich schneller nachlädt. Komm, Junge, nein, doch nicht so. Ja gut, der T-49 macht es von der Seite, schön gemacht. Da hat er sogar sozusagen noch den Schaden angerichtet bekommen, dadurch, dass er ihn ja gekettet hatte. So, 10-10, sehr ausgeglichen und er und sein Kamerad sind beide noch am Leben, das ist sehr schön. Sein Team hat noch eine Arti, Gegner hat noch drei Arti, von dem her so gesehen nur noch zwei kämpfende Panzer, das sind TDs und die sind nicht gespottet, also die dürfen wir auch auf der Arti-Insel erwarten. Das heißt, hier vielleicht einmal den Spot schaffen, die Arti kann dann wirken und auch sein Kamerad kommt dann eben drauf. Er ist jetzt offen. Arti hat sich hier umgelagert. So, GW Tiger geht auf. Jagdpanther ist auch offen. Sehr schön. Erste Arti ist schon mal aus dem Spiel befördert. So, Jagdpanther hat leider den T-49 da rausgenommen. Sollte den doch gleich wieder sehen. Da ist er auch schon wieder. Jetzt wird er versuchen, den zu ketten. Macht auch noch Schaden dabei. So, und da wird er jetzt immer draufgegangen, dass er dementsprechend lange Probleme hat. Waffenträger ist auch auf, hat er den anderen rausgenommen. Jagdpanther kommt jetzt auf ihn zu, macht hier 544 Schaden, aber sein Mate erledigt ihn von der Seite. Jetzt wird er auf HE gewechselt, um den Waffenträger hier noch rauszunehmen. Eine sehr knappe Runde, 12-12.
Jetzt wird es auch nochmal wirklich deutlich spannender. Da ist der Waffenträger, der ist ja noch rappelvoll. Aber seine Arti steht ja da noch im Hintergrund. Das heißt, ah nein, da wird zwar geschossen, aber keinen Schaden angerichtet. Waffenträger will jetzt da ein bisschen weg, erhöht sich von der Position. Ob das jetzt unbedingt clever ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er sich jetzt da mal umgestellt. Aber der ist noch so voll, das ist noch eine sehr unangenehme Situation. Natürlich auch, wo sind die beiden Artis? Einen Treffer von Waffenträger und das könnte es für ihn schon eventuell sein. Komm, Arti, jetzt wollen wir mal von dir was sehen. Nein, Arti schießt ins Wasser. Sehr, sehr, sehr passive Spielweise hier, welches die TDs hier gezeigt haben. Dementsprechend natürlich nicht so leicht, aber man kann es jetzt da wenig ausbluten lassen. Waffenträger schaut da hoch. Schuss kommt rein, aber trifft nicht. Der kommt jetzt da vor. Jetzt muss er ihn ketten. Dass er ihn... Oh nein, er kettet ihn nicht. Er kommt jetzt rückwärts runter. Kommt aber mit dem Rohr nicht runter. Doch, macht er 540 Schaden. Alles noch verhältnismäßig gut. Jetzt oben auf das weiche Blech zielen. Sehr schön. Und jetzt muss sein Mate vielleicht nochmal verschaffen, einen nachzusetzen. Sehr gut. Und da ist der raus. Und T92 nimmt die andere Arti raus. Und jetzt ist nur noch die Badger-Arti am Leben. Sein Kamerad auch nur noch 74 Hitpoints hat er. Ja, auch nicht mehr viel. Beide drei Kills. Also jetzt sind wir beim Waffenbrüder-Thema angelangt. Aber dafür müssen sie natürlich beide auch überleben. So, schöner Treffer. Badger-Arti kommt jetzt daher und er nimmt sie raus und macht den vierten Kill klar und damit ist die Runde auch erledigt. Wahnsinns-Action zum Ende, also daher wurde es wirklich gefühlt nochmal deutlich knapper als notwendig und mit einem Achter als Load hier. 5700 Schaden, 1240 geblockt, 3185 unterstützt und dementsprechend 2138 Basis-XP mit 168.000 Credits Netto-Einkommen. Superschön. Mir hat's fabelhaft gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.